Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Florida Roadtrip Vlogs, Vlogs, wie auch immer. Ja, nach vielen, vielen Jahren melden wir uns auf diesem Kanal zurück, denn wir durften wieder in die Vereinigten Staaten einreisen. Wie ihr alle nun wisst, es gab Corona etc. Einreisebestimmungen durften, also die Amerikaner haben uns verboten, aus Europa einzureisen. Das wurde dann ja nun letztes Jahr auch aufgehoben im 2022. Das hat aber allerdings gar nicht gepasst, zeitlich bei uns. Und genau aus diesem Grunde haben wir es jetzt dieses Jahr gemacht. Ja, und gerade befinden wir uns auf dem Weg nach Key West. Wir sind gestern angekommen und hatten von Hannover aus nach London schon anderthalb Stunden. Oder wie viel waren es? Ja, kommt hin. Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden. Ja. Anderthalb Stunden Verspätung, weil uns die Flügel eingefroren waren. In Hannover war es tatsächlich schon so kalt, dass wir erst noch enteist werden mussten. Dann hatte der Flug von London nach Miami aus auch noch eine Stunde Verspätung. Ja, als wir dann angekommen sind, hat die ganze Geschichte mit Immigration, also bis wir dann auch endlich durch waren, leider auch etwas mehr als eine Stunde gedauert. Ja, und ehe uns versah, eigentlich wären wir um 14 Uhr bzw. 15 Uhr in Miami gewesen. So waren wir nach Mietwagengeschichte rausholen, alles war es dann doch irgendwie, glaube ich, schon 18:30 Uhr. Und dann sind wir zu unseren Bekannten gefahren. Und da haben wir auch, da haben wir noch ein, zwei Bierchen getrunken und noch eine Kleinigkeit gegessen und dann waren wir fertig. Ja, und heute Morgen sind wir ein bisschen durch Miami schon gefahren. In Richtung Key West, wie ich eben gerade schon erzählt hatte. Ja, dazu habe ich ein paar Bilder gemacht. Die zeige ich euch jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir in Key West angekommen sind. So, wir sind angekommen in Key West. Wir haben gerade unser Hotel gebucht. So. Wir wollen eigentlich den Sonnenuntergang heute sehen, haben aber gerade im Regenradar gesagt, dass, oder gesehen, dass es extrem anfängt, heute hier noch zu gewittern und zu regnen. Deswegen werden wir jetzt schnell ein bisschen uns den Ort anschauen. Das gängigste, South Point, Cuba Street. Ja. Und dann, oder nee, wir checken erst ins Hotel ein und ja. Dann werden wir hier ein bisschen uns den Ort anschauen. Ja, so werden wir das jetzt machen. Oh. Ich liebe diesen Ort. Hier ist einfach nur schön, oder? Ja gut, weiter geht's. Ich hoffe, dass ich euch nachher hier noch ein bisschen was zeigen kann. Ja, ich werde mit der Kamera nicht mitnehmen, ich mache nachher mit dem Handy ein bisschen. Und ja, das wird es erstmal sein. Also dann bis später. So, wir haben unser Zimmer bezogen hier. Jetzt sieht das natürlich hier katastrophal aus, aber die Holde hat sie schon abgelegt. Und natürlich so. Typische Bettenburg. Schön laut, wie es gehört.
bisschen windig ab hier auf Kübers. Ja, und jetzt hänge ich auch wieder rein. Ja, so ist das hier im schönen Key West. Ich zeige euch mal das Bad. Ja, nichts Weltbewegendes. So wie man das natürlich kennt, ne? Toilette. Ja, das bin ich. Und hier, da ist noch so ein kleiner Kleiderschrank, aber bitte safe. Ja, brauchen wir alles nicht. Einen großen Fernseher brauchen wir auch nicht. Hier ist ein Kühlschrank. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen und dann werden wir uns gleich in die Stadt nochmal begeben. Und werden da mal ein bisschen gucken. Ja, leider ist das Wetter heute, wie schon erwähnt, nicht ganz so gut. Und deswegen wird es den schönen Sonnenuntergang nachher wohl wahrscheinlich nicht geben. Müssen wir mal abwarten. Ist eine riesengroße Regenfront angesagt, die hier auf uns zukommt. Müssen wir mal abwarten. Ja, wir machen uns fertig und dann gehen wir in die Stadt. Schaut mal. Ich weiß, da hat Bobby ihn gekackt, ich sehe es selber. Überall alle hier in Halloween-Stimmung. Also es ist ja schon wirklich schön hier. Schade, dass der Himmel heute nicht mitspielt. Wir hätten es gerne im Sonnenschein heute gehabt. Aber eins kann ich sagen, es ist und bleibt halt einfach ein schönes kleines Städtchen Key West. Und ja, kostet aber genauso viel. Hallo Chicken, 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 Chicken. Chicken, 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 Chicken. Ja, wir gehen jetzt hier ein bisschen gerade durch Key West, aber es ist sehr windig und ich habe nur das Handy dabei. Dementsprechend könnte es gut sein, dass der Ton etwas rauschelig ist. Guckt euch mal hier die Klingel an. Heute ein Chicken, morgen mit Fritten oder so ähnlich. Mein Gärtner kommt. Hier heute den Sunset mitkriegen, wenn man sich das da hinten anschaut. Es wird schwierig. Da oben sitzt die Sonne und da soll sie runter. Warten wir es ab.
Es ist so herrlich hier. So herrlich. Oh, hier sind wir auch toll. Und da kommt noch ein Partyboot. Schön mit Liveband. Was ist mit ihm denn passiert? Müde. Oh, da riecht das nach Weed hier, Alter. Ach so, alles klar, jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Was es hier nicht so alles gibt. Standesgemäß essen wir heute mal ganz leckeres Essen. Heute gibt es von Wendy's. Ich habe einen leckeren Baconator. Susanne hat hier so Chicken-Krams, Chicken-Burger. Das gönnen wir uns jetzt hier direkt an der Jubel Street. Ja, ist ein ordentliches Treiben hier. Aber wir sind heute auch ganz schön müde. So, ganz schön der Ritt hier runter. Mal gucken, wie lange wir heute noch machen. Es ist einfach nur herrlich hier.